Die Diagnose Mensch in der palliativen Versorgung, ja, das stellt natürlich einen ganz besonderen Bereich dar, weil der Mensch fortgeschritten ist in seinem Lebensalter, er eine oder mehrere Diagnosen hat und natürlich im Laufe seines Lebens seinen Charakter entwickelt hat. Ich freue mich, dass bei unseren Digi und Health Stories Sarah und Michael aus dem Christophorus Hospiz zu Gast sind und uns ihre Welt darstellen. Wissenswerte Momente mit diesem Video-Interview. Hallo und herzlich willkommen bei unseren Digi und Health Stories, liebe Sarah, lieber Michael vom Christophorus Hospiz Verein. Ich freue mich sehr, dass ihr heute da seid. Vielen Dank. Stellt euch doch einmal bitte vor, es geht heute um das Thema palliative Versorgung in der Altenpflege. Mein Name ist Sarah Bartholomäus, ich bin gelernte Altenpflegerin, habe lange ambulant, stationär in der Psychiatrie und im Maßregelvollzug gearbeitet, nebenbei Pflegewissenschaften studiert, bin jetzt seit 2015 in München, habe hier in unterschiedlichen Qualitätspositionen, Leitungspositionen gearbeitet und bin jetzt seit Februar hier beim Christophorus Hospizverein in München angestellt für die Fachstelle Palliativversorgung in der stationären Altenhilfe. Mein Name ist Michael Bohne, ich bin Gesundheits- und Krankenpfleger und Palliativfachkraft. Ich bin jetzt seit über einem Jahr beim Christophorus Hospizverein in München im palliativ-geriatrischen Dienst, Entschuldigung, und war vorher 15 Jahre auf der Palliativstation bei den Barmherzigen Blüten. Geballte Expertise zu diesem Thema, merke ich schon. Und vielen Dank erstmal, dass ihr zu diesem sehr, sehr wichtigen Thema jeden Tag für die Menschen auch da seid. Die meisten Menschen können sich gar nicht so vorstellen, was eben palliative Versorgung bedeutet in der Betreuung von Senioren. Und mögt ihr einmal die Schritte darstellen, wie das so ist, der Mensch kommt wie zu euch an, wie folgt die Kontaktaufnahme, wie ist dann eben auch der erste Tag des Einzugs oder der Versorgung und was passiert dann genau bei euch? Also die Kontaktaufnahme geht über verschiedene Wege. Entweder wir werden von Angehörigen oder Zugehörigen angefordert oder eben von den Pflegeheimen selbst, von der Stationsleitung oder einer Krankenschwester oder Altenpflegerin da oder über den Hausarzt. Also das sind so, es gibt verschiedene Wege. Manche Pflegeheime haben auch direkt eine Palliativfachkraft, was die Arbeit wesentlich erleichtert. Aber jetzt auf diesen Wegen werden wir angefordert. Dann erfragen wir, was so das Thema ist, was das Problem ist. Es könnte sein, dass bei einem Menschen im Endstadium einer schweren Erkrankung, dass Schmerzen oder Atemnot das Thema sind oder eben, dass verhindert werden soll, dass der Mensch weiterhin in Kliniken eingewiesen wird. Gibt es ganz verschiedene Themen. Oder auch einfach, um zu klären, ist dieser Mensch jetzt im Sterbeprozess oder in einer Sterbephase? So, und so gibt es eigentlich ganz verschiedene Themen, die angefordert werden. Es ist dann so, dass ich einen Termin ausmache mit eben der anfragenden Person. Das sollte sehr zeitnah passieren, also meistens dann in den nächsten Tagen. Und dann treffen wir uns vor Ort und sehen uns die Situation gemeinsam an. Jetzt kommt der Mensch nicht nur mit der Diagnose zu euch, die dann meist ja auch für das Ableben dann steht, sondern er ist auch eben der Mensch hinter der Diagnose. Und dieser Mensch ist ja, weil er auch im fortgeschrittenen Alter ist, ein Senior ist, schon ziemlich fertig so mit seinem Charakter. Und da sind wir ja alle sehr individuell. Das stelle ich mir herausfordernd dar für euch, immer wieder
nicht nur täglich darauf einzugehen, sondern auch manchmal sehr, sehr reaktiv direkt vor Ort. Ihr wisst ja nie, was erwartet mich jetzt, wenn ich in diesem Moment wieder zu den Menschen komme. Gut, also dabei hilft mir jetzt tatsächlich auch die lange Zeit auf der Palliativstation, wo einfach, ja, vom Gefühl her habe ich den Eindruck, dass ich schon sehr viel gesehen habe dadurch. Schlimme Erkrankungen, schlimme Diagnosen, aber eben auch die unterschiedlichsten Charaktere an Menschen mit ihrem ganzen Lebensweg und Hintergrund. Also für mich ist einfach, dass ich zu den Menschen gehe, sehr offen, positiv gestimmt in das Zimmer gehe und da erstmal wahrnehmen, was erwartet mich da jetzt gerade eben. Wer ist da, wer ist vor Ort mit, sind Angehörige, Zugehörige mit da. Der Mensch selber, ist er denn wach, schläft er, ist er verwirrt und auch so von der Grundstimmung, ist das so eine positive Grundstimmung da, spürt man eine Traurigkeit oder ja. Und dann ergibt sich dann vieles aus den Gesprächen heraus, mit allen Beteiligten. Und es hat auch viel mit Aushalten zu tun, ja. Das ist etwas, was wir heutzutage nicht mehr so gut können, viele Sachen auszuhalten, die Gefühle des anderen so sein zu lassen, wie sie sind. Gleichzeitig ist es auch etwas, ja, wir sollten uns nicht nur damit beschäftigen, wenn es soweit ist, sondern schon viel, viel vorher mit dem Thema, ja, letzte Lebensphase, Tod, Sterben, alles, was so damit zusammenhängt, um das auch ein Stück weit zu entzerren. Und wir haben jetzt häufig schon die Erfahrung gemacht, dass die meisten Menschen das gerne aufschieben und sagen, ja, das ist jetzt gerade nicht mein Thema. Gleichzeitig wird dieses Thema kommen, denn das Leben ist endlich. Und wir sollten uns alle mehr damit beschäftigen. Ja, ich hatte letztens in einem Interview mit dem Hendrik Lind, die ein Trauerportal eben haben, der hat gesagt, also es gibt nur den Hendrik 1.0. Und es ist ganz klar, dass ich irgendwann nicht mehr da bin. Und natürlich befasse ich mich da damit. Weil wenn ich nicht mehr da bin, sind meine Kinder da. Und ich möchte nicht, dass meine Kinder da stehen und nicht wissen, was denn mein Wunsch gewesen wäre. Aber das ist nie in unserer Gesellschaft verankert gewesen, dieses Thema. Ich merke aber zum Glück so eine leichte Bewegung. Es scheint jetzt auch so eine Generationenfrage zu sein, dass man sagt, Moment mal, ich stelle mir das aber schon irgendwie ein bisschen anders vor. Ich möchte aber nicht einen Streuselkuchen haben, wenn ich nicht mehr da bin mit Kaffee, sondern bei mir darf es auch ein bisschen anders sein. Also diese Individualität des Menschen steht mehr im Vordergrund. Und ja, deswegen habe ich größten Respekt vor dem, was ihr tut, weil das wirklich sehr, sehr hohes Engagement und auch Expertise benötigt, was ihr macht. Wie alt sind denn eure Patienten so im Schnitt? Die sind schon hoch betagt. Also natürlich gibt es auch in manchen Pflegeeinrichtungen eine Station, die nennt sich dann zum Beispiel junge Pflege oder so. Da kann es auch mal sein, dass man mit 50, 60-Jährigen zu tun hat, aber grundsätzlich schon ab 70 aufwärts auf jeden Fall. Also die meisten älteren Menschen kommen einfach in ein stationäres Altenheim. Die Jüngeren sind eher im ambulanten Setting unterwegs, das heißt, dass sie ambulant betreut werden oder auch einen Hospizplatz bekommen, damit sie einfach ihrer Lebensqualität versterben können, so wie sie sich das vorstellen, in Begleitung. Und das Altersdurchschnitt von den Menschen im Altenheim ist Mitte 80. Und die Verweildauer, das sehen wir auch gerade, wird immer kürzer. Das heißt, die kommen immer später auch ins Altenheim. Das heißt, wirklich dann, wenn es ja auch zu Hause im gewohnten Umfeld oder es ist irgendwas passiert wie ein Sturz oder die Ehepartnerin, Ehepartner ist verstorben. Das heißt, so einschneidende Erlebnisse können dazu führen, dass ein Mensch dann ins Altenheim kommt und dort den nächsten Lebensweg antritt. Mhm.
Ja, ganz interessant, dass du sagtest, Sarah, dass die Menschen immer älter werden. Das zeigt auch, dass wir alle, also dass A, die Medizin gut ist und wir aber auch selber ein bisschen was dadurch tun. Senioren sind aktiver. Und spannend fand ich auch, dass du sagtest, also es gibt auch einen Bereich, der zu Hause abgedeckt ist und einer eben dann bei euch stationär. Auch das ist ein ganz wichtiger Punkt, den man besprechen sollte, also in seiner Familie. Vorher auch schon klar haben, okay, was möchte ich und gespielt. Denn es gibt verschiedene Möglichkeiten und es wird nicht so sein, dass jeder einen Hospizplatz bekommt. Dafür gibt es einfach zu wenig Plätze. Ungefähr haben wir, glaube ich, 200 Hospize in Deutschland zu 13.000 Altenheimen. Das sind einfach Dimensionen, das auch mal gehört zu haben. Wir in München haben 24 Hospizplätze für ganz München. Deswegen gibt es halt auch noch den ambulanten Bereich zum Beispiel, also auch, dass Menschen zu Hause betreut werden können von einem palliativ-geriatrischen Dienst im ambulanten Setting. Das ist auch nochmal eine Möglichkeit oder auch als Unterstützung eine Palliativstation im Krankenhaus, wenn es gerade vorübergehend die Situation braucht, dass auch eine Entlastung stattfindet. Dann alles sollte auch eine Entlastung sein und den Menschen betreffen einfach eine hohe Lebensqualität zu ermöglichen. Habt ihr ein Netzwerk, habt ihr bestimmt ein gutes Netzwerk, was um euch drumherum ist. Wie sieht das aus, dieses Netzwerk? Das ist genauso meine Fachstelle. Also ich bin die Fachstelle Palliativversorgung in der stationären Altenhilfe. Das ist genau dieses Netzwerk aufbauen. Das ist eine Stelle, die vom Ministerium gefördert wird. Die gibt es jetzt seit 2019. Seit 2024 haben wir den Schwerpunkt palliative Versorgung bei Menschen mit Demenz. Das heißt, Demenz in der stationären Altenhilfe. 85% der Menschen in der stationären Altenhilfe haben Demenz. Und ich versuche, ein Netzwerk aufzubauen, das heißt, mit den unterschiedlichen Menschen, Akteurinnen, wirklich zu schauen, okay, was können wir bündeln an Informationen, aber auch an Herausforderungen, denn ja, jeder hat ähnliche Herausforderungen. Gleichzeitig aber auch, was können wir an Schulungsbedarf hier in München, Münchner Landkreis, das ist so mein Raum, wofür ich zuständig bin, wo können wir da unterstützen? Und wir versuchen auch wirklich da, wenn wir irgendwas hören, eine Thematik aufkommt in unterschiedlichen Bereichen, wir haben Qualitätssiegel, wir haben Arbeitskreise, zu schauen, okay, wo ist gerade der Bedarf und wo können wir unterstützen mit unterschiedlichen Informationsmaterialien, wir haben Videos, dass da auch wirklich dort, wo es brennt, die Informationen hinkommen. Wahrscheinlich habt ihr aber auch, Michael, ein sehr, sehr gutes Ärzte-Therapeuten-Netzwerk oder auch seelsorgerische Betreuung? Ja, also wir arbeiten zum einen sehr viel mit Hospizhelfern zusammen. Wir bilden selbst Hospizhelfer aus, die eben dann auch eingesetzt werden in den Pflegeheimen bei den Bewohnern, die dann entweder einmal die Woche vorbeikommen und sich mit den Bewohnern beschäftigen, vielleicht auch mal miteinander einkaufen gehen. Also alles, was die Bewohnerinnen möchten. Zum anderen können wir dann auch Sitzwachen anbieten. Sprich, wenn jetzt wirklich mal ein Hospizhelfer, Hospizhelferin vor Ort ist, die so lange vielleicht auch dann bleibt, bis der Mensch gehen kann. Das ist mal so die eine Richtung. Wir haben Seelsorge einsetzen können. Dann besteht das Team auch also nicht nur aus Krankenpflegern, Krankenschwestern, sondern eben auch aus dem Ärzteteam und aus Sozialpädagogen, die dann auch für die psychosoziale Betreuung zum Beispiel für Angehörige zuständig sind, die eingesetzt werden. Und ja, so gibt es ein ziemlich breites Spektrum an Mitarbeitenden eben für dieses Thema. Und die Mitarbeitenden vor Ort haben auch noch eine gewisse Expertise. Mhm. Die kennen den Bewohner sehr gut. Essentiell, ganz sind wichtig. Vermittler auch zwischen den Angehörigen. Mhm. Teilweise auch mit einer Fachweiterbildung Palliativ Care, das heißt, oder auch schon unterschiedlichen Fortbildungen.
Erkrankungen, dass sie dort einfach sensibilisiert sind und da auch nochmal ein Augenmerk drauf haben, auf diese ganze Thematik, Palliativcare, Menschen am Lebensende zu begleiten. Sehr gut, Sarah, dass du das auch jetzt nochmal erwähnt hast mit den Angehörigen. Auch das greift ja mit ein bei der palliativen Versorgung. Da ist nämlich das Thema Loslassen können, loslassen müssen, fließt dann auch wieder mit ein. Und das ist gar nicht so leicht, dann ja einen Elternteil loszulassen. Aber eben ganz wichtig, ja auch, dass das passiert. Also das ist vielen Menschen gar nicht bewusst. Diese Rolle auch genau wahrzunehmen, ja. Diese Rolle wahrzunehmen und annehmen zu können. Vielen, vielen Dank für für diesen Einblick in das wichtige Thema der palliativen Versorgung. Und es gibt auch viele Webseiten, die ihr nutzen könnt, eben um euch Informationen zu beschaffen. Und macht das, schaut euch das gerne vorher an und vor allen Dingen wendet euch dann an euren Hausarzt als allererste Adresse, wenn es zu Fragen kommt. Am Ende eines Interviews gebe ich all meinen Interviewgästen die Gelegenheit, unter dem Hashtag Diagnose Mensch ihre Wünsche zu adressieren, was sich ändern sollte, müsste, um die Versorgung in der palliativen Tätigkeit zu verbessern. Das ist jetzt eure Bühne. Was sind eure Wünsche? Ich persönlich habe eigentlich nur einen Wunsch. Ich möchte, dass das Thema einfach mehr in der Gesellschaft etabliert wird, dass wir mehr in Austausch darüber gehen, zu Hause auch mit den Kindern schon darüber reden, auch wenn sie jünger sind, dass wirklich das Thema Sterben und alles, was da drumherum zugehört, uns mehr mit auseinandersetzen, genauso wie auch Patientenverfügung, dass das Themen sind, die wirklich gesellschaftlich akzeptiert sind und die wir einfach, wo wir nicht die Scheuklappen vor uns zumachen, dass wir wirklich dafür Raum uns nehmen und ja, mehr Sensibilisierung in der Gesellschaft für diese Thematik stattfindet. Danke. Ich möchte auch gleich anschließen. Also wie das, ja, so wie die Geburt gehört ja das Sterben eigentlich genauso zum Leben oder ist auch ein fester Bestandteil des Lebens. Ich würde mir auch wünschen, dass Angehörige eben miteinander reden, Ehepartner oder die Familien, wie auch immer, und einfach wissen auch, was ist der Wunsch, der gegenseitige Wunsch, und dass über Patientenverfügungen und Vorsorgevollmachten gesprochen wird und sowas eben auch ausgefüllt wird, eben das erleichtert vieles ungemein. Konkret jetzt für Pflegeheime wünsche ich mir, dass es mehr Palliativfachkräfte gibt und jetzt auch aus Ärztesicht oder Hausärztesicht dass sich da auch viel mehr mit dem Thema Palliativmedizin befasst wird. Und es gibt ja dementsprechend auch Fortbildungen, Weiterbildungen. Das erleichtert auch vieles sehr. Vielen, vielen Dank, ihr beiden, dass ihr zu Gast wart. Und ich sage jetzt mal herzlichen Dank im Namen von 80 Millionen Menschen in Deutschland für eure Tätigkeit. Schön, dass ihr da wart. Vielen Dank. Dir hat dieser Beitrag gefallen? Wunderbar, das freut uns sehr. Dann abonniere doch bitte unseren YouTube-Kanal und empfehle uns weiter. Und stöbere unbedingt auf unserer Internetseite www.digiandhealth.de. Dort findest du zu deinem Thema weitere Videos und Links, die dich fit für die Zukunft als digitaler Patient machen. Wir freuen uns auf dich, dein Team von Digi and Health.